ist nie einfach. Zieh mal meinen Beutel hier. Ach, Mandor. Haben wir noch von zig Nachbarn Motorräder zusammengeborgt, damit es auch cool aussieht. Ja! Was haben wir hier? Ich bin sogar mega gespannt, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß nur, wie sie auf dem Computer ausgesehen haben. Ich hatte ja mal rumgefragt nach Handschuhen, weil ich ja da so ein bisschen Bock habe, noch ein bisschen was zu machen. Und dachte mir, wir hauen halt nicht nur ein paar Handschuhe raus, sondern wir haben dann gleich eine komplette Kombo. Also, hier sind die Prototypen für die Kombo drin und für die Handschuhe, die es dann hoffentlich in Kürze gibt. Dann, schauen wir mal. Das Zeug wieder aufgeferkelt hier. Ich habe ein Messer. Wir haben ein Shirt. Noch ein Shirt. Eine Hose. Noch eine Hose. Und Handschuh. Du schmeißt mich einfach mal über, oder? Gut. Und bitte. Erster Eindruck. Paul, was sagst du? Wow. Ey. Nee, sieht gut aus. Also, ich würde es tragen, wenn ich Motorrad fahren würde. Na mal gucken, vielleicht kriegen wir das auch nochmal irgendwann hin, ne? Nee, nochmal ein bisschen. Oh, also heute gibt's ein Foto. Ja, geil. Also so, vom ersten Sitzen her, Handschuhe, könnt ihr vielleicht mal hier ein bisschen näher rankommen. Das ist jetzt Größe XL. Und die sitzt eigentlich, wie ich finde, ganz cool. Hier unten schöne Gummierung, an den Fingern auch Gummierung zum Bremsen und Kuppeln für maximalen Grip. Bin auch am Überlegen. Ich hatte ja auch in die Kommentare gefragt, ob wir den, also ob ein Bundhandschuh oder ein Strap. Ich habe mich dann doch für einen Strap entschieden. Einfach aus dem Grund, weil, ja. Also jeder Handgelenke sind ja unterschiedlich. Wenn ich mir Paul seine Kinderhände angucke, da schlackert der Handschuh um. Von dem her, was ich jetzt aber noch auf alle Fälle ändern würde, dass der Strap nach hinten kommt. Sprich, dass man den Handschuh nicht vorne aufmacht, so wie hier, sondern eben von hinten. Ansonsten, hier ist halt massig Platz für Knieschoner oder Knieorthesen. Zur Verarbeitung ist eigentlich auch sehr gut. Ich kann mal, ne, wieder mal rankommen. Hier schöner dehnbarer Stoff. Ja, Paul, wollen wir das auch nochmal anziehen? Ich würde sagen, ja. Gut, dann. Wo kam das denn her? Das weiß ich nicht, Paul. Wir haben hier im Endeffekt, ja, eins zu eins dieselbe Kombo, nur mit einem anderen Design. Aber ich bin mir halt hier noch nicht so richtig sicher, ob das Design wirklich so das Finale ist. Weil eigentlich will ich halt ein bisschen was Passendes zu den Handschuhen haben, weil die Handschuhe passen jetzt hier nicht so richtig dazu. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, dass man halt hier den einen Arm komplett weiß macht und dann die Kombo nach unten hin grau ausfallen lässt. Dass es halt passend zu den Handschuhen ist. Noch ein geiles Feature, das habe ich jetzt gerade bei der anderen Hose gar nicht gezeigt. Wenn ihr auch so einen dicken, ungelenkigen Körper habt wie ich, könnt ihr die ganze Sache hier halt vernünftig anpassen.
Fand ich halt ziemlich geil, gerade aus dem Aspekt, dass ja doch jeder irgendwie unterschiedlich ist, um halt nicht nur den Strap vorne zum Justieren hat. Ja, ansonsten, ihr könnt bitte gerne mal in die Kommentare hauen, welche Kombo euch nun besser gefällt. Bin da mega gespannt, wenn jemand noch andere Designvorschläge hat, bin ich da auch offen für. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ne? Paul, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast. Klasse. Immer kriegst du ein Zimmer bei mir zu Hause. Geil, freue ich mich. Im Endeffekt, Paul, hau rein. Ciao.